Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Freunde, ein sehr, sehr cooler Typ hat mir geschrieben, ein Fußballprofi vom SK Rapid Wien. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kennen Sie den Fußballverein SK Rapid? Nee, kennen Sie nicht? Okay. Enes Tepecik, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, hat mir geschrieben, super cooler Dude, er hat mir gesagt, hey Bro, Money im Vierten. Und auch für euch gilt, Leute, wenn ihr Bock habt, mit mir Burger zu testen, egal welcher Stadt, schreibt mir gerne auf Insta. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in diesem Video. Kennen Sie guten Burger in Wien? Guten Burger? Guten Burger, ja. Gibt es einen da vorne am Gürtel. Wie heißt der? Oder Burger King. Dankeschön, Chef. Schönen Tag. Ciao, schönen Tag auch. So, Freunde, Money im Vierten, verstehst du? Money im Vierten. Ich gehe mit einem Fußballprofi Burger essen. Der hat einfach das geschafft, was viele nicht schaffen in erster Linie. Und viele sagen, ey, wegen Verletzung bin ich nicht Profi geworden, weißt du? Ich meine, einfach gerade meine Emotion. Servus, Bruder. Alles gut, Bruder. Wie geht's? Alles super. Please, Bro, it's fit. Great, great. Seid ihr gerade im Training gewesen, oder? Na, Bruder, er ist vom Trainingslager zurückgekommen. Okay. Er war mit den Profis jetzt mit. Mhm. Und ich bin jetzt noch verletzt, Bruder, seit dem Turnier jetzt. Aber schauen wir mal, wann ich ja wieder einstecke. Was geht's? Alles. Ja. 2 Wochen später haben wir auf YouTube über 10.000 Abonnenten dazu gemacht. Ich habe ja nicht gewusst, dass das Money im Vierten ist. Du hast mir geschrieben, Money im Vierten. Ich so, oh krass, der Bruder hat mir einen neuen Burger gezeigt. Dies, das checken wir ab. Ich komme hier an gerade. Ich denke mir so, ah, damn, habe ich reingeschissen. Ich habe dir eh gerade in der Sprachnachricht gesagt. Ich sitze heute mit 2 Fußballprofis, so kann man das sagen, hä? Erste Bundesliga kenne ich, 2. Bundesliga. Wo seid ihr jetzt? Wo spielt ihr? 2. Bundesliga. Ah, okay, das ist eins von den normalen. Das ist schon so der Traum von jedem, oder? Ja, ja. Traum von jedem. Ich sag, es geht immer nach oben. Das ist der erste Anfang jetzt. Was für Position spielt ihr? Ich bin Torwart. Ah, okay, krass. Deswegen bist du so groß. Okay, check. Ich habe mir schon gedacht, du bist groß, weißt du? Wo spielst du? Zehner, rechts, Flügel. Okay. So offensiv eigentlich ziemlich alles. Messi-Position. Ja. Messi oder Ronaldo? Messi. Echt? Ich halte mich da jedes Mal raus. Ich kann das nicht. Also ich sag schon ehrlich, Ronaldo. Körper alles? Ja. Ich sag dir, der bessere Fußballer ist Messi, aber... Ey, aber schon, Leute, die so Ronaldo sagen, ja, es kommen nicht aus dem Fußball. Ja, ja, absolut. Das stimmt, ey, das stimmt. Das war's nicht okay. Ey, oh. Ich würde sagen, so als Laie, ich kenne mich nicht aus mit Fußball, ja. Messi ist der Talentiertere. Ja, und Ronaldo hat sich alles beigebracht, ja, auf den, oder? Ja, kann man schon sagen. Okay. Also Classic Cheeseburger nehmen wir 3. Drei. Welchen anderen willst du noch? Trüffel? Okay. Okay, 2. 3-mal Cheeseburger, 2-mal Trüffel und 2 Spicy Peanut einfach. 2 Spicy Peanut, okay. Genau. Wie alt bist du? Alter, das ist crazy, Mann. Also ihr habt wirklich die Chance, jetzt ein richtiger Profi zu werden. Ich sag, ihr seid jetzt schon Profifußball, das habe ich schon kapiert. Aber das ist crazy, Alter. Also Freunde, wir waren ja hier schon ein paar Mal bei Smashbox essen. Aber so ist es, wenn man mit Fußballprofis unterwegs ist. Das ist jetzt mein neuer Flex, sage ich euch, wie es ist. Wir dürfen heute einen Burger testen. Wir sind die 2. nach dem Chef, die den Burger heute mal testen dürfen und probieren den jetzt. Wir müssen sagen, dass er gut schmeckt, sonst kriegen wir Schläge, aber ist, wie es ist. That we were going places, turning the memories fading. Es sind schon, hast du in Wien schon mal einen besseren Burger jetzt? Na, noch nicht, oder? Und ich bin ein großer Burger-Fan. Wow. Das ist KD, Branch Sauce mit der Spicy, Secret Sauce, 2 Parmesan, Triple Mayo, Ketchup Mayo. Danke. Dankeschön. Wart ihr schon in Berlin, Goldies? Mhm. Wenn ihr in Berlin seid, geht zu Goldies. Hab ich auch früher oft gesehen. Ich kann nur eins sagen, in Wien bis jetzt wahrscheinlich auch noch immer noch meine Nummer 1. Bun ist geil, Fleisch ist geil. Für mich wäre das Einzige, wo ich sagen würde, hier, man müsste ein bisschen weniger Kraut reinmachen, aber der Burger ist geil. Wir haben einen neuen Burger. Das ist EBG. PBG, Peanut Butter Jelly. Okay, okay, okay. Also ich sag dir so, wie es ist, ich bin der klassische Burger-Typ. So, ein Trüffelburger und so, weiß ich nicht, aber ich probiere. Aber du musst dann zeigen, wie es auch. Er ist böse heiß? Ja, das ist Meier. Gut, ich sag dir so, wie es ist, besser als ich gedacht habe. Also ich würde den nochmal so bestellen auch. Das war auch eigentlich die Empfehlung, was um ja, den ging es hier heute, ja, eigentlich. Hat sich aber jetzt geändert, wir haben hier den PBG. Ich denke, der ist aufgebaut wie ein normaler Cheeseburger hier.
nur mit Peanut Butter Soße, Eigenkreation vom Chef seiner Frau. Dann haben wir wieder diesen dünn geslicten Salat. Zweimal Fleisch, einmal Fleisch, weiß ich nicht, einmal Fleisch. Ja, einmal Käse und drunter Ketchup, Zwiebel, Mayonnaise, Senf gemischt, denke ich. Und das ist der neueste Burger, der noch nicht mal auf der Karte steht. Und die Fußballprofis und Randy dürfen entscheiden, ob er auf die Karte kommt. Spaß. Also wenn wir alle Burger, wie viele Burger hast du schon gegessen? Einen bis jetzt. Fast zwei. Zwei, also wenn du die beiden gegessen hast, drei. Ja. Ich würde sagen, Jungs, damit das Hungergefühl nicht so weg ist, probiert jetzt jeder ein und sagt eure Meinung. Zweimal Fleisch. Ja. Ureigen. Ureigen? Schmeckt auch nach Erdnuss. Extrem nach Erdnuss. Das ist clever. Aber ich weiß, es hat was. So was habe ich noch nie gegessen. Ist gut, kann man machen. Ja? Ja. Gute Idee? Ja, schon. Also am besten, du probierst selber auch. Probieren wir das Ding. Zwölf Sekunden später. Ich überlege gerade, ich weiß noch nicht, ob es mir schmeckt oder nicht. Das ist gerade... Diese Peanut Jelly oder was war das? Das kommt halt Peanut Butter einfach extrem raus. Genau, das Fleisch verschwindet ein bisschen. Aber ich hätte man mir gesagt, ich packe jetzt Erdnussbutter in einen Burger, hätte ich gedacht, dass es viel schlechter schmeckt. Die Soße, die ist schon so flüssig, dass man diesen Burger auf jeden Fall rausbringen kann. Es ist absolut nicht mein Favorite Burger. Ich glaube, ich würde ihn sogar manchmal bestellen, so hin und wieder mal. Aber da muss noch Schärfe rein oder irgendwas. That we were going places, turning the memories fading. Sieht ein bisschen aus, als hätten wir heute Date, oder? Ja, sicher. Ich werde auf jeden Fall mal bei einem Spiel vorbeikommen und ich möchte ein Trikot, ist mir komplett egal. Wenn du zahlst. Ich zahle. Diese Nachspeise, by the way, Leute, sage ich euch ehrlich. Krass, oder? Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist krank. Und das kommt auch richtig gut nach so einem Burger, Alter, ich sage euch ehrlich. Auch wenn ich gar keinen Hunger mehr habe, weil wir haben insgesamt 10 Burger gegessen, oder? Oder 9, ich habe meinen nicht ganz aufgegessen. Hätte ich aber nicht gedacht, dass wir so viele Burger essen. Dankeschön. Wir sehen uns. Danke. Ciao, Chef. Ciao. Mach's gut. Ja, Leute, gut war's. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall 2-3 Stunden gesessen, haben gut gegessen, coole Talks gehabt. Die Jungs sind auf jeden Fall sehr, sehr korrekt. Ich werde auch denen ihr Insta unten alles verlinken. Schaut bei den Jungs rein. Danke für eure Zeit, Männer. Danke dir, Brudi. Und ja, vielleicht sieht man sich in näher zu... Nahezu. Da fuck. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao.